Hallo zusammen bei Black Tree Gaming, heute mit dem FM 2020 Tutorials. Ich bin Phil und wie immer mit dabei unser Achim. Guten Tag. Hallöchen. So, heute auf dem Programm Scouting. Wir schauen uns heute den Scouting-Bereich des FM20 an. Einer der wichtigsten Bereiche, da wir als Trainer auch für die Spieler Einkäufe und Verkäufe zuständig sind. Verkäufe interessiert uns beim Scouting jetzt nicht unbedingt, aber die Käufe. So, wir haben als wichtigste Sache mal kurz die Ziele vorgegeben, unserem Verein den Nachwuchs zu fördern, in Deutschland ansässige Spieler verpflichten, unter 23 und deutsche Spieler verpflichten. Sowas immer im Hinterkopf behalten. Es gibt andere Vereine, da sind andere Faktoren wichtig, zum Beispiel einen Superstar verpflichten oder nur italienische Spieler verpflichten und so weiter. Sowas einfach immer im Hinterkopf behalten, wenn es ins Scouting geht. Kurze Übersicht. Es ist wieder hier so ein roter Header im Scouting-Zentrum. Hier einmal der Verantwortliche für Scouting, aktuell unser Sportdirektor Jochen Seier. Können wir auch übernehmen? Können wir an andere delegieren, zum Beispiel an Chefscout Clemens Hartenbach, der in der Realität dafür zuständig ist. Und hier gibt es dann noch die Möglichkeit, die Scouting-Meetings zu leiten. Die Scouting-Meetings würde ich immer empfehlen, selbst zu leiten, weil wir dann die Scouting-Berichte kriegen. Scouting-Berichte gucken wir uns gleich an. Also, Scouting-Meetings, wenn ihr euch damit wohlfühlt, tut es immer selber. Die Zuweisung der Scouts, das könnt ihr eigentlich euren Mitarbeitern überlassen. Aber spielt, wie ihr wollt. So, Scouting-Fokus. Hier stellt man den groben Fokus eures Scoutings ein. Also einmal generell könnt ihr sagen, ich will ein junges Alter scouten, ich möchte technische Spieler scouten, ich möchte stärker auf der Linie Tormänner finden. Oder ich kann auch sagen, ich will, dass zu einer speziellen Taktik gescoutet wird. Also will, dass zu einer speziellen Taktik gescoutet wird. Wir haben noch keine Taktik in diesem Spielstand definiert. Von dem her gibt es das momentan noch nicht. Und die Verfügbarkeit. Also einfach alle werden alle Spieler gescoutet. Auch Spieler, die wir uns nicht leisten können. Bei jetzt sind Spieler, die wir uns zum jetzigen Transferbudget leisten können. Zum typischen Budget wird einfach genommen, was hat der Verein normalerweise für ein Budget und in der Preisklasse werden dann die Spieler gesucht. Über Sitz, also hier ist gemeint Sitz der Spieler, können wir noch bestimmen, welche bestimmten Wettbewerbe, Nationen, Regionen oder Kontinente genau gescoutet werden oder auch uns einfach unser gesamtes Scouting-Gebiet. Also wenn wir jetzt einfach mal den Wettbewerb auswählen in Europa, zum Beispiel die Europa League wird speziell gescoutet. Können wir weitere Sachen hinzufügen, zum Beispiel Nation, Europa, Deutschland wird gescoutet und dann nehmen wir noch einen Wettbewerb mit rein. In der Schweiz wollen wir einfach die U18 Ligen noch speziell angucken lassen von unseren Scouts. Wenn wir hier oben die Verantwortlichkeit für das Scouting den Mitarbeitern überlassen haben, werden die Scouts dann entsprechend unserer Einteilung hier gesendet. Meine persönliche Einstellung ist hier meistens einfach alle, außer typisches Budget und das Alter, weil wir vom Verein vorgegeben haben, wir sollen junge Spieler finden. Wenn du vorgegeben hast, du sollst erfahrene Top-Spieler finden, natürlich das hier, oder Spieler auf dem Zenit, dann das. Genau. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, kurzfristig zu scouten. Wir können hier einen kurzfristigen Fokus festlegen. Wird hier schön erklärt. Überspringt es mal. Wo wir im Chefscout sagen, ich will einen Spieler zwischen 20 bis 25, also jetzt demnächst im angehend besten Fußballeralter, mit der derzeitigen Fertigkeit einfach 1 bis 5 Sterne hier aufgeführt. Potenziell ist er noch ein bisschen stärker als jetzt nur 3 Sterne, hat er Potenzial mindestens 4 Sterne. Also die Sterne sind immer Mindestangabe, kann natürlich auch drüber liegen.
Wieder die Verfügbarkeit, wie gerade angesprochen, typisches Budget nur fürs jetzige Budget, also wir wollen den Spieler jetzt verpflichten, heißt berechnen nur unser aktuelles Budget mit ein, lassen wir jetzt mal drin. Wir können es wieder passend zur Taktik machen, haben wir es aktuell nicht. Wir können eine bestimmte Position hier auswählen und zusätzlich dann eine bestimmte Rolle. Die Rollen, die Position wird alles dann eben in der Folge zur Taktik erklärt. Genau. Wir können auch einfach sagen, na, geht es weg. Kurz abbrechen. Wir wollen einen bestimmten Art oder einen bestimmten Spielerstil, also einen sehr technischen Spieler, einen kreativen Spieler oder einen physisch starken Spieler, einen bestimmten Torhüterstil auswählen oder wieder, wie gerade eben schon mal, einen Spieler kurzfristig scouten, also ist dann kein langfristiger Scouting-Fokus, sondern nur kurzfristig. Zum Beispiel die Champions League in Asien, die jetzt gerade dem Ende zuläuft, wollen wir scouten für einen bestimmten Zeitraum, maximal 3 Monate auswählen oder nur eine Woche. Und wir können sagen, wie viele Scouts hier für diesen Fokus verbraucht werden sollen. Ich lasse da immer automatisch drin, weil dann der Chef-Scout einfach das ganz schön zuteilt. Funktioniert meiner Meinung nach auch ganz, ganz gut im FM. Wenn wir dann den Fokus einstellen, kriegen wir, ist leider ein bisschen verbuggt, muss einmal auf generell und wieder kurzfristig zurück, die einzelnen Foki, weiß gar nicht, wie das Plural ist von Fokus, aufgelistet, Fokuse. sobald einer der Fokuse, Fokusi, keine Ahnung, beendet ist, kriegen wir auch eine extra E-Mail, wo dann die gescouteten Spieler, die Spieler, die gefunden wurden, in diesem Auftrag aufgelistet werden. Genau. Gehen wir mal weiter. Hier gibt es eine Zusammenfassung zur Scouting- und Transferabteilung. Haben wir 5 Mitglieder. Da gibt es die Verlinkung nach draußen. Dann sind wir im Bereich Mitarbeiter. Das alles behandeln wir in der Folge Mitarbeiter. Kurz als Hinweis. So. Wichtiges Thema, das Scouting-Budget. Hier können wir zuteilen vom Transferbudget ins Scouting-Budget. An interessierten Zuschauer, die schon länger mit dabei sind, werden jetzt, denen wird aufgefallen sein, dass wir plötzlich Transferbudget haben. Um hier zu präsentieren, haben wir einfach einen neuen Spielstand gestartet, um euch mal ein bisschen die Möglichkeiten von den Transferbudgets, Scouting-Budgets und später dann auch die Transfers zu zeigen. Einfach nur mal genau zum Zeigen. Also wir können hier vom Transferbudget direkt ins Scouting-Budget Geld transferieren. Das Scouting-Budget hat den Hintergrund. Und zwar haben wir hier unter dem Reiter Spieler die Möglichkeit, Pakete auszuwählen. Die Pakete beschreiben Spieler, die wir finden werden oder die uns schon die Information zugrunde liegt. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Agentur. Die hat eine Datenbank an Spieler und die verkauft diese Infos über die Spieler als Paket. Also wir haben es aktuell standardmäßig das Paket Mitteleuropa, kostet uns im Jahr 139.000 Euro. Da gibt es noch ein Jugendpaket, selbes Prinzip. Und je nachdem, wie viel Geld wir haben, können wir diese erhöhen oder die werden uns gekürzt. Und dieses Geld geht direkt aus dem Scouting-Budget. Heißt, wenn hier auf 0 stehen würde, was glaube ich gar nicht geht, soweit ich weiß, oder im späteren Spiel dann mal geht, werden uns die Pakete gekürzt. Das passiert dann automatisch, man kriegt eine E-Mail, Paket ist beendet, dann fehlen uns plötzlich ein Haufen Infos. Können wir dann aber wieder, wenn wir Geld haben, wieder einkaufen. Genau, hier kann man dann nochmal zwischen Gehalts- und Transferbudget hin und her transferieren, also man könnte aus dem Gehaltsbudget nochmal Geld rüberholen ins Transferbudget und dieses dann auf diesem Button hier, na, Ron, Freund, aus dem Transferbudget wieder ins Scouting-Budget. Bisschen umständlich, dass man nicht direkt aus Gehalt ins Scouting-Budget machen kann, aber wir nehmen so, wie es ist. So, hier dieser große Bereich. Dieser wird uns dann auch bei den Scouting-Meetings vorgelegt. Das ist so ein sogenannter Scouting-Bericht. Hier kriegen wir alle möglichen Infos über Spieler. Zuallererst muss ich sagen, die Infos
zu Spielern, die wir kriegen, ist immer abhängig von der Qualität unserer Scouts und unserer Datenanalysten. Also wenn wir richtig schlechte Scouts haben, weil wir uns einfach keine besseren leisten können, dann sind diese Aussagen hier weniger verlässlich, als wenn wir die absoluten Top-Scouts haben. Das immer bitte im Hinterkopf behalten. Ein schlechter Scout liefert schlechtere Berichte als ein guter Scout. Deshalb bezahlt man den guten Scout normalerweise mehr. Dazu wieder Verweis auf die Folge Mitarbeiter. Genau, Scout-Bericht an sich. Wir sehen den Namen des Spielers, wo spielt er, wie alt ist er, ungefähre Position, die Einordnung als Spieler, wie viel verdient er aktuell, bis wann. Hier kurze Textaussage vom Scout zum Spieler. Mangala wäre eine sehr gute Verpflichtung. Ein geschätztes Gehalt. Was würde der Spieler vielleicht von uns verlangen an Gehalt? Was würde der Verein also der aktuelle Verein des Spielers verlangen an Ablösesumme? Ja, 9 Millionen bis 17 Millionen, kräftiger Preis. Wie hoch ist das Interesse des Spielers, ganz wichtig, an diesem Transfer? Spieler ist durchaus interessiert. Wir spielen auch eine Liga höher, da ist es klar. Dann nochmal die Empfehlung des Scouts, wieder subjektiv vom Scout. Er hat es bis zu 88% hat er den Spieler fertig gescoutet. Textempfehlung und wie gewohnt die Sterne. Die Sterne sind immer bezogen auf unseren aktuellen Kader. Also nicht auf die Liga oder die Welt, sondern auf unseren Kader. Heißt, wenn wir jetzt plötzlich Cristiano Ronaldo, Messi, ein paar Topstars verpflichten, dann wird die Sterneeinschätzung zu diesem Spieler deutlich sinken, weil unser Kader einfach deutlich mehr Qualität hat auf einmal. Also immer in Relation zum aktuellen Kader setzen. So, hier unten haben wir noch ein paar Interaktionsmöglichkeiten. Wir können den Spieler auf die Auswahlliste setzen, komme ich gleich dazu. Wir können im Sportdirektor sagen, wir möchten den gern verpflichten. Der Sportdirektor soll sich darum kümmern. Oder wir können ihn als Top-Ziel deklarieren. Sage ich auch gleich noch was dazu. Beziehungsweise dann in der Folge Transfers. Dann können wir den Scouting-Bericht verwerfen. Wir können ihn zur Kenntnis nehmen, da passiert nichts weiteres. Er wird auf unsere Akte abgelegt quasi. Bei Verwerfen wird dieser Spieler nicht mehr von der Scouting-Abteilung vorgeschlagen. Also sieht man ja auch hier in dem Text. Er wird nicht mehr in der Spielersuche erscheinen. So, dann haben wir die Möglichkeit, eine Analyse anfordern. Geht momentan nicht, weil der Spieler noch keine Spiele gemacht hat. Wir können das Scouting fortsetzen. Also dann wird der Scout beauftragt, einfach mach weiter, guck das weiter an. Wir können auch ein Angebot erstellen oder wir können ein Probetraining anbieten. Genau. Hier haben wir die Details zum Scout-Bericht. Es sind einmal die Pro und Contra aufgelistet. Der stärkste Bereich und dann immer absteigend. Ein paar Eigenschaften zum Spieler positiv und ein paar Kontras zum Spieler negativ. Dann haben wir hier die aktuell bekannten Attribute. Da der Spieler schon gut gescoutet ist mit 88%, wissen wir so ziemlich alles über ihn. Ja, Attribute werden dann alles mal in der Folge zum Spieler besprechen. Selbes gilt für die Position und Rolle. Hier ist eine Einschätzung wieder im Vergleich zu unserem Kader. Also, der Spieler ist Mittelfeldspieler, Zentraler. Da haben wir Niklas Höfler und Amir Abraschi bei uns. Wie ist der Spieler einzuschätzen im Vergleich zum jetzigen Personal? Und eine medizinische Einschätzung: Verletzungsanfälligkeit, wichtiger Punkt. Einen verletzungsanfälligen Spieler zu verpflichten, würde ich jetzt nicht anraten. Deshalb auch immer mal hier reingucken. Lohnt sich natürlich erst, wenn man sich wirklich intensiver mit dem Spieler auseinandersetzt, wenn er im engeren Kreis ist. Dann kann man sich überlegen, medizinisch eher angeschlagen, nehme ich doch lieber den anderen. Hier oben haben wir noch ein paar Sortier- und Filtermöglichkeiten. Also wir können die Scouting-Berichte sortieren nach Kenntnisniveau, potenziellen Fähigkeiten und so weiter. Ich mache es immer gerne nach Kenntnisniveau, weil dann einfach die bekannten Spieler kommen zuerst und die unbekannteren kommen dann am Schluss. Aber das ist alles eigene Sache. Selbes gilt für die Einstellungen. Und verschiedene Einstellungen tätigen, erklären sich eigentlich alle selbst. Genauso wie der Filter. Hier kann man einstellen, welche Art von Empfehlung möchten Sie erhalten. Ist jetzt gemischte Zustellung.
Ich persönlich habe hier immer alles gern im Scouting-Zentrum. Mache ich immer grundsätzlich alles aufs Scouting-Zentrum. Also ich kriege alle Berichte nur im Scouting-Zentrum. Und dann alle 2 Wochen, beziehungsweise während der Transferphase, also jede Woche in dem Scouting-Meeting. Und das Scouting-Meeting taucht dann im Push-Eingang auf. Und hier haben wir noch die Mindestempfehlungsstufe. Das wird da abhängig von der Qualität der Scouts. Also wenn du schlechte Scout hast, würde ich empfehlen, eine geringe Mindestempfehlungsstufe auszuwählen, weil er dann einfach Spieler, die er auch schlechter bewertet, trotzdem dir anzeigt und du kannst dann trotzdem einen Blick drauf werfen. Wenn du gute Scout hast, kannst du auch mal auf 70 oder 80 gehen. Dann kriegst du halt wirklich nur Spieler, die eine Empfehlungsstufe vom Scout über 80 haben. Ich habe hier meistens die goldene Mitte, 70. Je nachdem, wenn ich weiß, ich habe eine schlechte Scouting-Abteilung, gehe ich natürlich runter. Genau. Frage: Ja. Wo ist jetzt diese Empfehlungs- oder Mindestempfehlungsstufe beim Spieler hier oder bei der Karte zu sehen oder sowas? Oder? Ah, Die da ist hier unten. unten. Ah, okay, da unten. Genau. Hier Okay. kannst du drauf gehen. Dann ziehe ich nochmal eine Zusammenfassung zu dem Spieler direkt. Ja, okay, super. Genau. Danke. Hier kannst du nochmal die Anzeigen filtern. Also du kannst auch nur Beraterangebote anzeigen lassen, nur Scouting-Abteilung und so weiter. Genau. Das wäre es mal aus dem Scouting-Zentrum. Gehen wir mal weiter zu den Spielern. Hier haben wir, wie gerade schon angesprochen, die Pakete, die einzelnen Pakete. Nochmal den Verweis, den Link zu unserer Scouting-Abteilung, das Scouting-Budget und so weiter. Und alle Spieler, die wir gefunden haben. Hier sind natürlich auch die Pakete mit einberechnet. Also die haben nicht nur unsere Scouts angeguckt, sondern die sind in diesen Paketen enthalten. Wenn wir jetzt plötzlich hier alles Pakete zusammengestrichen bekommen, verlieren wir deutlich Infos. Hier haben wir die Möglichkeiten, kurz zu filtern. Hier würde ich dann gern auf die Folge zur Mannschaftsübersicht hinweisen. Dort werde ich alles schön aufschlüsseln. Genau, hier können wir kleine Filter setzen. Wir wollen nur Spieler sehen, die an einem Transfer zu uns interessiert sind oder Spieler, die an einer Leihe interessiert sind. Können wir gern beides anhaken. Da sind jetzt Spieler drin, die gern zu uns verliehen werden wollen oder zu uns transferiert. Kann auch den Transferhaken wegmachen. Nur Leihe geht aktuell nicht, weil das Transferfenster zu ist. Deshalb machen wir den Haken bei Transfers wieder rein. Dann kann man eine Schnellsuche aktivieren. Zum Beispiel nur Spieler, die auf der Transferliste sind. Oder nur Spieler, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Einfach schnelle Filter setzen. Diese Schnellsuche kann man auch deutlich erweitern. Wenn der FM mitmacht, so habe ich die Schnellsuche gelöscht. Und zwar kann man hier Filter, Filter, Filter setzen. Man kann hier quasi alles filtern. Einmal ganz grob Transferstatus, Leihstatus, Vertragsstatus. Da gibt es unheimlich viele, die meisten sind durch die USA noch dazugekommen. Vertragsdetails, wir können Spielerpositionen, wir können Rollen filtern, wir können nach einzelnen Attributen filtern. Also wir wollen nur Spieler, die mindestens 15 Kraft haben. Schränkt das Ganze natürlich ein. Wird dann hier aufgeführt, da können wir quasi nach allen Attributen durchfiltern. Problem bei der Attributsuche ist, wenn Scout noch nicht alles herausgefunden hat, dann zeigt er immer an Attribut zwischen 10 und 15. Dann ist er jetzt zwar in dieser Suche auch mit dabei, aber sobald ich 16 mache, ist er nicht mehr mit dabei. Heißt, die Attribute immer bitte mit Vorsicht genießen. Und dann kann man hier noch Also so würde eine. ich, Entschuldigung, Frage, so würde ich praktisch einen Spieler übersehen, weil er noch nicht fertig gescoutet ist. Genau, Übersehe ich kann ihn passieren. praktisch und wäre aber eigentlich ein passender Spieler für mich, so gesehen dann. Genau, vielleicht fehlt ihm irgendwo ein kleiner Punkt bei den Ja. Attributen, was sich aber durch Training gut antrainieren lässt. Deshalb vorsichtig sein. Ja. Hier unten bei den zusätzlichen Bedingungen, Entschuldigung, hat man noch eine ganze Menge weitere Sachen, zum Beispiel Nationalität. Jetzt bei unserem Beispiel hier, wir sollen nur deutsche Spieler verpflichten. Deshalb wollen wir uns nur deutsche Spieler ansehen. Seht ihr jetzt hier? Deutsch, 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 Deutsch. Heißt, wir können jetzt hier nur Spieler verpflichten oder nur Spieler finden,
die auch die deutsche Nationalität hat. Somit würden wir unseren Vorstand glücklich machen. Ja, benutze ich meistens auch weniger. Ich lasse mich lieber von der ganzen Liste inspirieren, mir Spieler für Spieler durch. Aber jeder, wie er möchte. Genau, so viel zur Spielerübersichtsliste. Dann haben wir hier noch die Unterscheidung in gescoutete Spieler. Also diese Spieler haben wir direkt gescoutet. Sind jetzt klar, Spielstart deutlich weniger. 10 im Vergleich zu dieser großen. Diese 7400 kommen aus diesen Paketen. Liste der unerwünschten Spieler. Diese kommen hier, wenn ich den Spieler ablehne, verwerfen. So, hoffentlich gibt es keinen Vorführeffekt. Unerwünschter Spieler. Diesen Spieler haben wir gerade abgelehnt. Wenn ich es richtig weiß, ist aber nur ein Jahr darauf und kommt dann wieder in den großen Pool. Aber bitte nicht darauf festnageln. Aber falls ihr mal aus Versehen auf Verwerfen klickt, hier könnt ihr ihn wieder finden und dann ausgewählten Spieler von der Liste der Unerwünschten entfernen. So, jetzt ist er nicht mehr unerwünscht. Mhm. Also wenn es mal passiert, hier könnt ihr den wieder rausholen. Verlier aber keine Scouting-Berichte oder sowas durch. Nein, du hast alles noch da. Alles in der Datenbank. Gut. Genau, hier die zuletzt gescouteten Spieler. Könnt ihr euch einfach mal angucken, was eure Scouting-Abteilung in der letzten Zeit getrieben hat. Sind sie ihr Geld wert? Oder möchte man hier die Verantwortung für Scouting doch selber übernehmen? Einfach ein Überprüfungstool. Genau. Sind aktuell keine. Wir sind am Spielstart. Klar, wie auch. So, Aufträge. Hier sieht man die Scouts, die aktuell einen Auftrag haben. Haben bisher 0 Berichte produziert, kein anstehender Auftrag. Wie gesagt, wir sind am Spielstart. Mit fortlaufender Zeit wird sich hier einiges ansammeln. Hier sieht man jetzt aktueller Auftrag. Unser Chef-Scout scoutet den nächsten Gegner. So, laufend, also er wird jeden nächsten Gegner scouten. Die anderen 4 Scouts sind momentan dem kurzfristigen Fokus, den wir angeordnet haben, zugeordnet. Also jeweils eine Woche. Die haben ja sonst nichts zu tun, sollen die sich drum kümmern. Je mehr Scouts mit einem Auftrag beschäftigt sind, desto mehr Ergebnisse können wir erwarten. Heißt nicht unbedingt, wir müssen mehr Ergebnisse erwarten, aber wir können. Genau, Scouting-Prioritäten, auch was ganz Wichtiges. Hier mal kurz Scouting. Ja. So, jetzt haben wir Scouting-Aufträge vergeben. Jetzt hier kann sein, dass wir eine große Liste kriegen. Dann können wir wenn dann ein Spieler von oben herab arbeiten, die Scouts diese Liste hier ab. So, wenn ein Spieler relativ weit unten ist, wir wollen aber unbedingt direkt schon Infos, können wir diesen Spieler mit Priorität versehen. Der rutscht dann ans obere Ende der Liste und sobald ein Scout frei wird, kümmert er sich direkt um den obersten auf der Liste. Klar können wir mehrere Spieler mit Priorität versehen, die hopsen dann immer, springen dann immer ans obere Ende der Liste und rutschen dann weiter runter, je mehr Spieler nach oben kommen. Genau, einfach ausprobieren, ein bisschen gucken. Analyseprioritäten, wir haben ein Datenanalysezentrum, hier werden Spielerstatistiken analysiert. Gehe ich auch noch drauf ein in der Folge Mitarbeiter und Datenanalyse. Könnt ihr da mal reingucken. Ja, Auswahlliste. Wichtiges Thema. Wir können Spieler, die wir genauer beobachten wollen, auf die Auswahlliste setzen. Wobei ich da sagen muss, wir können sie auf Auswahllisten setzen, weil wir haben hier rechts die Möglichkeit, mehrere Auswahllisten zu definieren. Also, wir können zum Beispiel sagen, wir haben eine Auswahlliste für Innenverteidiger. Bumm. Wir haben eine Auswahlliste Standard, einfach Standardspieler. Oder dann machen wir noch eine mit Stürmern. So, dann gehen wir jetzt mal zurück in die Spielerübersicht. Was haben wir da? Ah, da ist ein Stürmer. Carrillo auf Auswahlliste setzen. Stürmer. Wie lange? Wir können den Herrn unbestimmt auf der Liste lassen. Wir können ihn nur 3 Monate auf der Liste lassen, ein Jahr. So, wenn dieses Jahr abgelaufen ist, wird uns eine E-Mail zukommen lassen,
dass der Spieler von der Liste gestrichen wird. Also wir kriegen nochmal eine Info, dieser Spieler fällt jetzt aus der Liste raus, weil wir vor einem Jahr bestimmt haben, er soll nur ein Jahr da drauf sein. Die Außerliste ist einfach nur mal ein zusätzliches Instrument, um ganz interessante Spieler im Blick zu behalten. Wie sie sich entwickeln, wie sie spielen und so weiter. Weil das kann manchmal bei 7.500 Spielern hier schnell untergehen. Deshalb Empfehlung, macht euch eine Liste. Ich habe auch schon nur mit Talentlisten gearbeitet, wo ich einfach alle Talente reingemacht habe. Mit Positionslisten, mit Spielern, die ich gleich verpflichten will, die ich langfristig beobachten will und so weiter. Da seid ihr komplett frei. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt diese Auswahllisten abspeichern auf eurem PC, dass ihr in anderen Spielständen laden könnt und so weiter. Also ihr habt da richtig viel Freiheit und ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Hier, dieser Haken sagt, dass die Scouts immer mal wieder hier reingucken und sehen, hier ist ein alter Scouting-Bericht, ich gucke mir jetzt selbstständig diesen Spieler nochmal an und halte den Scouting-Bericht aktuell. Das ist einfach immer die neuesten Infos zu dem Spieler, wie hat er sich entwickelt, wie sind seine Attribute, wie ist vielleicht sein neuer Vertrag, wenn er einen neuen Vertrag abgeschlossen hat. Das ist immer einfach auf dem Top aktuellen Niveau ist. Frage? Ja, bitte. Wenn ich jetzt den Spieler, wie jetzt der was Carillo, reingemacht habe, ja, und habe dieses halte Scout-Bericht aktuell, da ist er jetzt nicht gescoutet, der Spieler. Er ist zu einem gewissen Teil gescoutet. Beziehungsweise, nein, dieser Spieler ist gar nicht gescoutet, ja. Zu 62%. Und wird er dann automatisch dadurch dann gescoutet oder muss ich nicht nochmal extra sagen, scoutet ihn? Nein. Das macht ein Scout automatisch. Okay. Also, gut. Sobald er keinen dringenden Auftrag hat, wird er sich um den kümmern. Ja, okay. Also während Transferphasen ist, wird es eher vernachlässigt. Da werden eher Scouting-Aufträge, die wir persönlich im Scouting-Zentrum vergeben, abgearbeitet. Aber ich sage jetzt mal, Februar, März, wenn es nicht direkt dringend gescoutet werden muss, werden solche Spieler dann abgearbeitet. Ja, okay. Einfach, wenn was frei wird. Ja. Genau. So, hier ist nochmal eine Infoseite über Kenntnisse, die wir über in der aktuellen Welt verfügen. Einmal nach Kontinenten hier aufgelistet. Wir haben viel Infos über Nordamerika. Kommt unter anderem aus unserem Partnerverein in Mitteleuropa. Klar sind wir ansässig. Osteuropa haben wir wenig Infos. Kann man schön anklicken, sieht man dann alles. So, wo kommen diese Infos her? Einmal durch Mitarbeiter. Also wir haben zum Beispiel den Ali Ghazmi, Mohamed Ali Ghazmi. Der kommt aus Tunesien, kennt sich dort gut aus. Der kann 100% lückenloses Kenntnisniveau für Tunesien mitbringen. Selbes gilt zum Beispiel für den Ehime FC, der uns über Japan top auf Top-Informationsstand hält. Oder in den USA. Oder Deutschland. Und so weiter. Das ist toll. Also wenn wir Mitarbeiter verpflichten, in der Folge Mitarbeiter machen wir das dann mal, können wir auch bei, gerade bei Scouts, ein bisschen drauf achten, wo haben sie gutes Kenntnisse, fehlt uns da vielleicht noch ein Punkt, wo wir dann diese Kenntnisse auch noch erweitern können. Genau, damit sind wir durch zum Thema Scouting. Phil, hast du noch Fragen? Nee, Fragen nicht. Gut, dann danke ich dir schon mal hierfür. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, unterstützt uns, lasst ein Abo da, kommentiert bitte, wie ihr das findet. Vielleicht auch was ihr, wenn ihr noch Fragen habt oder sonst wie, schreibt sie in die Kommentare, lasst uns wissen, wir gucken uns die Kommentare an, wir antworten euch, sobald wir dazu kommen. Daumen hoch, wäre super. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Tschüssli.